Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Elements. Seht ihr das, wie saftig geil diese Kürbisfelder fertig sind? Der letzte, jedes Teil ist ausgewachsen. Boah, da werde ich jetzt gleich sowas von gottlos durchrennen. Hier unten die Amethysten sind auch ein bisschen gewachsen zumindest. Ich stand jetzt nicht mehr ganz so lange AFK. Ich habe die auch nochmal geerntet gehabt teilweise. Heute heißt es dann Slots kaufen, vergrößern, vielleicht mal Tools machen, upgraden, alles mögliche, was so abgeht halt, ne? Und ich würde sagen, wir rasieren hier gleich durch. Aber ich musste vorher noch mal ganz kurz den Changelog erzählen vom seit gestern. Ich war heute Nacht nämlich wieder fleißig. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Update Tag 14. Der Damage-Code für das Excalibur-Schwert und den Zerberster wurde komplett überarbeitet. Game-Mode und Adventure-Spieler sollten jetzt einen funktionierenden Schutz haben, weil man konnte ja auch Spieler am Game-Mode damit damagen. Außerdem sollten Bosse und normale Mobs wie geplant getroffen werden können. Da hatten wir ein kleines Problemchen gehabt, das nicht so ganz geklappt hat. Der Game Master Schutz hat dafür gesorgt, dass auch normale Mobs nicht mehr angegriffen werden wurden. Und das habe ich jetzt nochmal alles. Ich habe auch generell das komplett neue bearbeitet und sollte jetzt zuverlässiger und weniger fehleranfällig sein. Außerdem beim Zerberster Schwert werden die 5 nahesten Gegner getroffen im Radius von 7 Blöcken und nicht mehr 5 zufällige Monster im Radius von 8 Blöcken. Dann der Boss-Damage-Code wurde auch komplett überarbeitet. Erstmal nur für den neuen Boss. Rätsel davon wird auch heute wahrscheinlich dann gelöst, gibt gleich Tipps. Und der neue Code sollte weniger fehleranfällig ebenfalls sein. Einfach ein anderes System. Die Leute können das gerne mit den Schwertern mal testen. Ich konnte das nur limitiert ausprobieren, aber ich bin zuverlässig, dass es geht. Fingers crossed, dass alles klappt. Und man nicht irgendwie jemanden overkillt oder killt, den man nicht killen will. Und ja, außerdem, der Server-Restart ist jetzt heute durch. Das heißt, mit etwas Glück hat das funktioniert, dass man jetzt die Lootboxen spammen kann, ohne dass man gekickt wird. Das ist der Changelog und wir rasen jetzt mal hier durch, weil diese Felder, ist ja Verschwendung, die jetzt hier stehen zu lassen, oder? Kriege ich eigentlich mittlerweile wieder? Ne, ich kriege nur noch 2. Also ich habe Farming-Level mittlerweile so hoch, dass ich hier auch keinen Boost mehr bekomme, ne? Also gehe ich mal ganz gechillt hier durch, compacte das alles, schredder das alles. Hier gibt es noch ein paar saftige Level, die würde ich einfach einsammeln. Und dann ernte ich mal alles bei mir durch oder so. Und dann gucken wir bei den Kollegen, ne, wie es da aussieht, ob da jetzt Rätseltime ist. Und ich bin mir zuversichtlich, aber ich bin sehr zuversichtlich, mit den Tipps von mir wird das auf jeden Fall gelöst. Und dann schauen wir mal, was heute abgeht und wie weit die Leute kommen. Es wird, denke ich mal, nochmal spannend. Alright. Richtig. Wir wollen einen Tipp fürs Rätsel. Ja. Das habe ich schon mitbekommen. Bitte. Also ich sag mal so, ihr wart schon wieder sehr nah dran, sehr kurz davor. Wer aber von uns? Okay, Spark, ganz kurz nur Frage, weil du es ja öfter sagst bei Rätseln. Müssen wir wieder weniger kompliziert denken? Also ihr dürft schon weniger kompliziert denken und ich sag mal so, das, was ihr als allerersten Gedanken hattet, war schon gar nicht so verkehrt. Also im Hub irgendwas suchen. Ja, ich denke auch im Hub. Es ist irgendwas im Hub. Hab ich doch gewusst. Es ist irgendwas im Hub, okay. Sollen wir nochmal alles durchsuchen? Also ich kann ja so ein bisschen häppchenmäßig was machen. Immer ja, so Stück für Stück hauen wir es raus und den nächsten, keine Ahnung, 1-2 Stunden haben wir das. Geil. Also ich denke auch, man muss safe klein sein. Ey, Spark! Kannst du denn wenigstens sagen, es hat nichts mit den Element Shards zu tun, oder? Es hat nichts mit den Element Shards zu tun. Ja, okay. Okay. Ja, sollen wir denn den Hub ein bisschen gucken nochmal? Ja, ich komme gleich dazu. Aber wir haben noch alles abgesucht. Eigentlich schon, ja. Ja, Kinners, vielleicht war das ja nicht euer erster Gedanke, also. Hä? Klar. Oh. Aha. Von wem meinst du halt den ersten Gedanken? Das ist halt schwierig. Ja, also das ist jetzt ein bisschen. Ich lasse euch ein bisschen kochen, so, weißt du? Let us cook. Portal also ich weiß bauen? Es nicht, weil ihr ja quasi. Also mein erster Gedanke war im Hub durchsuchen. Fabo war ja auch im Hub, wichtiger. Mein auch. Erster Gedanke war vielleicht als kleiner Mensch irgendwo rein. In eine andere Dimension. Das habe ich von Anfang an, glaube ich, gesagt. Okay, Leute. Tipp Nummer 2. Es ist einfacher als ihr denkt. Nee, es hat nichts mit dem Hub zu tun. Nichts Leute. Mit dem Hub ist crazy call. Nein, ihr könnt das überall machen, jeder Dimension. Aber es hat nichts mit dem Hub zu tun. In jeder Dimension auch. Also das ist der Tipp, einfach nur. In jeder Dimension geht das. Nichts im Hub? Es ist ein Portal, es ist irgendein Portal. Tja, lass es mal nicht hier in deinem Kobbelkack-Dings machen. Ja, ich brauche Warte mal, ich hab was. Eins bei mir. Was? Mein Diamant ist weg. Hör, meiner ist auch weg. Was für ein wohin? Diamant? Hä, hey, der schwebt, der fliegt weg, wenn man das in so ein Portal reinwirft. Warte, wo bist du? Ne, hier ist er, hier ist er, hä? Nein, 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 ich bin immer noch da. Wo bist du? Spark ist bei mir. Bei mir in Sky, bei mir in Sky.
Fuchs, du bist bei mir, glaub ich. Warte mal. Wo bist du? Könnt ihr einfach du mal Du bist gerade an mir vorbeigelaufen, Fuchs. Könnt ihr mal warten und wollen wir alle zu Fabo und Sky gehen? Weil das ist doch besser als irgendein Unterwasserbase. Okay, dann gehen wir zu Fabo und Sky. Aber, ja gut. Fabo, wo in Sky bist du? Ja, oder es war vielleicht Spark mit dem Magneten, kann auch sein. Boah, das kann aber gut sein, dass der Dias zieht. Warte mal, nein, ganz kurz. Spark, nimm mal bitte den Magneten raus. Ich probiere was. Ich bin gerade bei Fabo. Okay, der zieht den. Der hat den aus Versehen gezogen. Ich komme zu dir, Sky. Ich würde Mini-Fabo immer noch so süß. Reinwerfen oder so? Ich hab hier irgendwie Sachen Mini reingeworfen. Sein? Wirf mal die Dia rein. Hab ich gerade. Wo war denn der Dia gerade weg? Der ist nach hier hinten geflogen, aber ich weiß nicht warum. Was ist bei dir passiert, Jan? Geh mal weg. Bei mir war Spark im Spec-Mode und hat aus Versehen mit dem Magneten halt den Kristallglas-Boss weggeschoben. Warum sind wir gerade direkt aufs Portal gekommen? Weil Spark gesagt hat, man kann es überall machen. Ne? Aber was ist, wenn es gar kein Portal ist? Oh mein Gott, Fabo, ich hab's, glaube ich. Fabo, warte, du hast doch die Emeralds und sowas, ne? Ja. Stell dich, warte, wo wollen wir die Dinger? Stell dich hier hin, hier auf diesen Block. Warte, und ich stelle mich auf den anderen. Warte, und jetzt? Hä? Scheiße! Der wollte Fabo umbringen. Alter. Es hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Bist du dumm, Alter. Ja, Tian, du hast hinten ins Kürbisfeld reingeballert, das Schwert hing hier hinten bei den Kürbissen. Mist. Tian, du hast absolut kein Aim, ne? Ja, der muss auf die Füße zielen. Immer. Ja. Das Schwert fliegt in Blickrichtung. Aber was ist es jetzt? Wir müssen doch irgendwas versuchen. Ja, vielleicht mit Tinted Glas hier. Ja, der Dia ist wieder irgendwo hingeflogen. Restlick geht nicht, weil man dann wieder das platziert. Guck mal. Der hat ihn doch raus. Guck mal, wenn ich jetzt Q drücke. Jetzt wirft er den gerade. Jetzt ist er nach links geflogen. Folgt mal dem Dia, lass mal so dem Dia folgen mäßig. Wirf noch mal. Das aussieht. Der ist in die Richtung geflogen. Also der Schubstab war, fand ich, die beste Erfindung dieses Jahr. Mach da rein. Was fandst du die beste Erfindung? Ja, aber der Schrumpfstab war die beste Erfindung dieses Jahr. Ja, das ist wirklich geil. Moin, Spark. Hi, Spark. Ich habe mir gerade Lootboxen geholt, weil ich wollte für Basti die Spitzhacke versuchen zu ziehen. Mhm. Hallo. Und ich habe jetzt ein Item gekriegt, mysteriöser Pflanzer. Genau. Oh. Kannst du identifizieren lassen, wie beim letzten Mal vielleicht. Ja. Wo geh mal hier zu dem, hier zu ihm hin. Andere Richtung. Mach mal rechtsklick auf ihn drauf. Ich glaube, hier kannst du es identifizieren. Mit dem Item in der Hand? Ja, mit dem Pflanzer, ja. Der schüttelt mit dem Kopf. Mach mal hier. Mach mal rechtsklick in die Luft. Die Zeit ist noch nicht reif. Ah. Oh, es wird irgendwas mit dem Pflanzer kommen. Also kommen doch Kartoffeln. Oder so. Das heißt, alle schon mal vorbereiten, Erde. Ich habe dich durchleuchtet. Keine Sorge, den Pflanzer hättet ihr schon von Anfang an kriegen können. Hey, hat den noch keiner gezogen? Nee. Nein. Ich bin der Erste, der den gezogen hat? Ja. Ist jetzt dein Unique? Ihr seid alle Loser. Hey, das ist aber gemein, Kevin, jetzt. Du, Klim, ja? Ja. Hast dich von Joe, der Sau, richtig runtermachen lassen. Du hättest deinen Ruf als Game Designer verteidigen müssen. Aber hab ich doch auch. Du hast gesagt, gib's dir die Sau. Wo ist Fuchsel hingegangen? Die sind in der anderen Gruppe, die lösen gerade das Rätsel für den Boss. Ach so. Da gehe ich jetzt auch wieder hin. Das mit dem Loser war natürlich nur ein Spaß. Okay. Okay, dann viel Glück beim Rätsel. Ich weiß ja schon die Lösung. Okay, wie ist die Lösung? Verraten wir nicht. Okay, ciao. Okay, dann danke, Spark. Dann weiß ich zumindest, dass das nicht verkehrt war, dass ich ihn gezogen habe. Da tut's mir leid, Basti. Was? Ich habe leider deine Spitzhacke nicht bekommen, aber ein Item, wofür noch nicht die Zeit reif ist. Okay, ja, ist doch gut. Also das hat die gleiche Seltenheit wie der Zerberster. Oha. LOL. Wie viele Level hast du ausgegeben? Das heißt, es kann sein, dass die Leute alle den gar nicht kriegen und wenn dann diese Collection kommt, habe ich übelst den Vorteil.
Also ich sag mal so, das ist so ein bisschen Work in Progress. Ich weiß ja nicht, wie viele in Umlauf kommen vor dem Projekt, ne? Und jetzt sind wir 2 Wochen drin. Bisher ist das der erste. Vielleicht werde ich es aus der Very Rare rausnehmen. Ja, nee, also es soll schon sein, dass sie sich gut verteilen. Och, bitte, ne? Lass mir doch mal den Vorteil, bitte. Ich will, wenn ich der Einzige bin, dann kann ich alle anderen damit auslachen die ganze Zeit. Ja, wir gucken mal, wie viel das dauert noch ein bisschen. Also sowas macht das Projekt aus, ja? Man kann tief fallen, so wie ich am Anfang, aber man kann auch die unendlichen Höhen erreichen, wo man dann alle anderen fertig machen kann. Also und wenn ich aufs Leaderboard gucke, kommt Projekt aktuell sowieso keiner an dich ran, ne? Das heißt, diesen nochmal Vorteil hast du eigentlich gar nicht nötig. Ach Mann, ey. Also ich habe auch gerade wieder alle meine Level rein investiert. Ja, bloß weil ich es etwas häufiger mache, heißt das ja nicht, dass jeder das Ding dann sofort hat. Also vielleicht mache ich es auf dieselbe Stufe wie die Lebensfrüchte dann. Also man muss schon ordentlich reinpayen, damit was rauskommt. Alright, nächster Tipp. Ja? Von euch allen war Fabo am nächsten dran eben. Es f***t ab. Aber ich sag mal so, also Fabo wirklich sehr nah auch wieder dran. Jetzt gerade? Ja, ja, also in den letzten halben Stunden, also wo wir jetzt hier waren. Oh. Fahr mal wieder sehr. Du hast die ganze Zeit Items durch ein Portal geworfen. Ich werde aber noch ein bisschen präziser werden, um es nicht allzu lang in die Länge zu ziehen, okay? Okay. Kurze Frage dann vorher. Dann Enderperle. Gib mir eine Enderperle, Fuchsle. Kurze Frage vorher. Ich hab keine. Wenn man das jetzt löst, ist man dann direkt im Bossraum oder hat man nur das Portal freigeschaltet zum Bossraum? Lasst euch überraschen. Nee, ich will meine Level nicht riskieren. Dann würde ich jetzt. Du kannst mitmachen, Klim. Also macht es Sinn, die. Aber uns fehlt was, aufziehen, oder? Um das zu lösen? Euch fehlt nichts. Ja, das und Klim, du musst keine Angst haben. Okay. Okay. Okay, dann. Aber was hat mir Fabo? Aber du hast da so Items geworfen immer, ne? Ins Portal, mehr nicht. Ja, wahrscheinlich. Leute, das Spark wollte präziser werden. Ja. Also, nächster. Nochmal nähere Eingrenzung. Es hat was mit einem amethystartigen Block auf jeden Fall zu tun. Ach. Und ich würde mir mal ein bisschen besser die Budding Amethysts angucken. Die was? Was ist Budding nochmal? Da, wo die dran wachsen. Oh! Wait. Das ist ein X. Das ist Treasure. X marks the spot. Ich bin hier, nee, ich sitz hier gerade geschrumpft auf dem Budding Amethyst und hoffe, dass ich irgendwie reinschrumpft. Nein. Ich glaube, wir bauen das Portal falsch vielleicht. In 15 auch. Minuten gibt es den nächsten Tipp, wenn er es nicht rauskriegt. Also es 4x3 Portal. Lass uns das mal bitte bauen, Fabo. Da ist doch ein 4x3 Portal. Nein. Was ist denn ein es wird niemals ein Budding Amethyst Portal sein, by the way, weil wir die Slots dafür brauchen. Das wird dann nicht, also es wird nicht so sein. Also ich habe schon Budding Amethyst gesagt, Fabo hat trotzdem wieder mit normalen gebaut. Das check ich nicht. Ach ja, so. Mit Budding Amethyst kann man doch nur bauen, wenn man Slots frei hat. Ich kann das zum Beispiel gar nicht bauen jetzt. Ja, das ist ja übel doof. Es hat mit denen zu tun, aber ihr müsst. Das heißt nicht, dass ihr was bauen müsst. Kennt ihr zufällig Ant-Man? Ja. Und dieser Suit hat gelegentlich eine Fehlfunktion gehabt. Und dadurch ist er kleiner geworden als gedacht. Ja. Denke ich nicht. Es kann ja sein, dass euer werden. Schrumpfstab auch eine Fehlfunktion haben kann in seltenen Fällen. You see where this is going? Oh mein ja, Gott, schon, man schrumpft man in den Amethysten rein. Ja, aber wir sind noch keiner von uns ist so klein geworden, oder? Nee. Also das ich heißt, es ist eine Zufallsvariable mit drin, weil ansonsten dachte ich, es wäre zu einfach. Oh das heißt, mein Gott, was? Also ich habe mich, hab mich schon auf einem Amethysten draufgeschrumpft, falls das passieren sollte, dass es das ist. Dann habe ich auch schon 1000 Mal gemacht. Nee, ist Spark ja gerade, ist ja random. Also ihr seid schon, wie gesagt, Fuchs ist auch sehr, sehr scharf dran, genauso wie Fabo war. Also ich muss einfach nur auf dem Dings stehen und die ganze Zeit so groß, klein machen. Guckt mal, ob ihr eine Fehlfunktion von eurem Stab erwischt. Ja, aber das ist ja random. Ja, Zufallsvariante, die habe ich nachher. Ich hab die aber noch nie, gehabt. Hat jemand Mana-Trink? Fuchsel kann von häufig. Wie kannst du denn so. Ach, okay, Fuchsel macht Mana-Trink, okay. Ich mach Mana. Hat jemand Mana-Trink? Wieso wackelt man aufhören, wenn ich den Mana-Stab mache? Mana-Trink? Ich brauch die selber, ich hab nur 50. Warte mal, meine hat einen Crack gehabt, oder? Das ist nicht viel. Hat es ja also, wenn das funktioniert hat, merkt ihr das schon sehr deutlich, dass was funktioniert hat. Ja. Wer hat Mana-Trink im Shop?
Fabo. Fabo, ja, kauf mal ein paar Mana. Ich hab jetzt kann ich keine Level. Ich brauch keine Mana-Tränke mehr. Alle leer. Aber ich mach das jetzt schon richtig. Ich muss nicht auf den anderen. Ich hab achtmal da drauf das gemacht. Das, was ist das dann für ein Random-Dings? Gib mal ein paar. Ich hab keine mehr gleich. Ich hab noch 20. Ach so, so schnell verbraucht man die? Ja. Und Gitam hat die Lösung dazu? Nein. Wer sagt das? Es hat irgendjemand vorhin gesagt. Gitam hat es wohl schon. Ich krieg das mit, wenn jemand das gelöst hat. Fabo, ja. Levelfarm, Abfahrt. Hä? Wer hat jetzt keine Levelfarm? Doch! Also meine Vermutung war halt, dass ihr auch klein gerne die so abfarmt und dass das halt per Zufall ziemlich häufig passiert. Also habe ich da eine Zufallskomponente mit reingebaut. Ah, checke. Muss man sich klein machen oder drunter stellen und groß? Ja, man muss sich einfach nur klein machen. Und manchmal wird man zu klein und dann geht man da rein. Das hört sich schon sehr gut an, Klim. Also ich habe jetzt schon 99er Stack, aber wir müssen ich habe mich 20 Mal darauf klein und groß gemacht. Also Nein, das ist eine random Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu klein werdet. Das, wir müssen einfach nur klein und groß machen die ganze Zeit im Start. Es ist ein Zufall. Bin drin! Echt? Ja! Fabo ist Wo drin. Bist du? Der Schrumpfschlag hat eine Fehlfunktion und du bist viel kleiner geworden, du fällst in den Block hinein. Hä? LOL! Ich hab's gemacht! Hä, wie geil! Oha! Ich hab's gemacht! Let's go! Hä, aber wie ist es passiert? Genau, du bist also auf einem Basis gewesen und hast dich geschrumpft. Ich hab mich aus Versehen aus dem Raum direkt wieder rausgepäht. Da war, glaube ich, noch irgendwas drin, oder? Portal! Also, da war eine Enderkiste und es war auch halt, da war ein Netherstar als seltener Kristall. Als Fabo den aufgepickt hat, ist er wieder rausgeworfen worden und hat den eingesammelt, sozusagen. Oha, ich bin auch aber da! Hast du Nether-Kristall? Ja, aber bist du jetzt wirklich kleiner als sonst? Nö. Nein, das war nur für die Story. Aber gab's im Raum aber irgendwas? Geile Idee für ein Rätsel, ehrlich, richtig Ultra. Cool. Ultra! Aber in dem Raum gab's nix, Bug, oder? Nee, da war, wenn zwei Leute sich reingeschrumpft hätten zur gleichen Zeit, dann gab's halt eine Enderkiste, damit sich einer noch zurückboarden konnte.